Das Durchsetzungsprogramm bringt Ihnen Ergebnisse. Und zwar messbare Ergebnisse, die Sie zur Bank tragen können. Wir konzentrieren uns auf zwei Variablen und erhöhen dadurch Ihren Umsatz und Ihren Gewinn. Die erste Variable ist der Anteil der Kunden, die wirklich bei Ihnen Möbel kaufen. Das nennen wir die Abschöpfung. Und die zweite Variable ist der Betrag, den die Kunden im Durchschnitt bei Ihnen ausgeben. Das ist der Kaufvertragsschnitt oder der Orderschnitt. Beides zusammen ergibt die Wertschöpfung. Das heißt, wie viel Umsatz Sie pro Besucherpartie machen. Und diese Variablen, das heißt, wie gut Sie mit den Besuchern umgehen und wie Sie es schaffen, Besucher zu glücklichen und zufriedenen Kunden zu machen, wird über das Wachstum und über das Überleben Ihrer Firma bestimmen. Das Durchsetzungsprogramm ist nicht das typische Verkaufstraining. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht darauf, Ihre Verkäufer mit noch mehr Wissen und Techniken vollzustopfen, sondern wir fokussieren uns darauf, Ihnen beizubringen, wie Sie mit Ihren Führungskräften und Ihren Verkäufern zusammen den Verkaufsprozess optimieren können. Und so funktioniert das Durchsetzungsprogramm. Das Durchsetzungsprogramm geht über 12 Monate und es besteht aus Beratung, Coaching und Training für Sie als Inhaber und Ihre Führungskräfte und Verkäufer. All das ist ausgerechnet auf messbare Ergebnisse. Wir messen täglich und wöchentlich, was funktioniert und was nicht funktioniert anhand der Abschöpfung. Und es geht darum, dass Sie so lernen, Ihre Prozesse zu steuern, dass Sie permanent selber Ihren Verkaufsprozess weiter optimieren können, lang nachdem wir schon mit dem Programm fertig sind. Wir versetzen Sie und Ihre Führungskräfte in die Lage, zu kontrollieren und zu steuern, was und wie Ihre Verkäufer mit dem Kunden machen. Und zwar auf eine positive, konstruktive Art. Wir lernen zusammen, wie Sie durch Anerkennung das Verhalten verstärken können, was Sie haben wollen. Und auch Kontrolle ist gelebte Anerkennung. Verkäufer, die nach einem klaren Prozess arbeiten, sind nach unseren Umfragen glücklicher als Verkäufer, die einfach nur machen, was sie schon immer gemacht haben. Wer nimmt am Durchsetzungsprogramm teil? Bei den meisten Häusern auf jeden Fall jemand aus der Inhaberschaft, es sei denn die ganz, ganz großen Häuser, wo der Inhaber gar nicht mehr im Tagesgeschäft ist. Auf jeden Fall muss ein Hauptumsetzer und Durchsetzer bestimmt werden, der uns gegenüber der Ansprechpartner ist und der auch dafür zuständig ist, dass immer sämtliche Führungskräfte zum Führungskräftetraining kommen. Die sind auch Teilnehmer natürlich. Und die Verkäufer, dass die zu den Verkaufstrainings immer vollzählig da sind und die Führungskräfte auch noch das Verkaufstraining jeweils begleiten. Denn die Führungskräfte können natürlich die Sachen auf der Fläche nicht trainieren, wenn sie im Verkaufstraining gar nicht gesehen haben. Das heißt, im Durchsetzungsprogramm werden alle Stufen ihrer Hierarchie geschult. Und zwar die Leute, die weiter oben sind, müssen wesentlich härter arbeiten als die Verkäufer, denn sie haben ja verschiedene Funktionen und Rollen im Unternehmen. Es gibt zwei verschiedene Arten, das Durchsetzungsprogramm zu machen. Das eine ist für kleine und mittelgroße Möbelhäuser, so von 7 bis 20 Millionen. Da finden wir normalerweise eine Gruppe von gleichgesinnten Möbelhausbesitzern und dann machen wir das Führungskräftetraining zentral an einem Ort. Natürlich sind das alles Unternehmen, die nicht miteinander in Konkurrenz stehen. Es ist ein ideales Programm, das Gruppendurchsetzungsprogramm, denn die Unternehmen können voneinander lernen. Das Verkäufertraining ist natürlich bei Ihnen vor Ort in Ihrem Möbelhaus oder in der Nähe, denn Ihre Leute können ja nicht so weit reisen. Also das ist das Durchsetzungsprogramm in der Gruppe. Größere Möbelhäuser, die sagen wir mal 10, 15, 20 Führungskräfte haben, die brauchen natürlich auch ihr Führungskräftetraining nur für sich zugeschnitten und persönlich vor Ort. Das ist das große individuelle Durchsetzungsprogramm. Aber inhaltlich wird in beiden das Gleiche vermittelt. Und die Ergebnisse sind vor allen Dingen auch bei beiden Programmen gleich. Die Bausteine des Durchsetzungsprogramms. Einmal ein monatliches Führungstraining. Je nach gebuchter Variante sind das 1 bis 1,5 Tage Führungstraining, entweder bei Ihnen im Haus oder an einem zentralen Ort in Deutschland. Da werden zwei Sachen gemacht. Erstmal wird mit Ihnen besprochen, was auf der jeweiligen Stufe im Treppenstufenverkaufsprozess dran ist. Und Sie überlegen sich zusammen mit Ihren Führungskräften, was Sie genau wie umsetzen wollen. Denn wir stülpen keinem Möbelhaus ein System über, sondern wir stellen Ihnen ein System vor, was Sie auf sich anpassen.
Das ist das Führungskräftetraining. Weiter machen wir mit den Führungskräften jeden Freitag, das heißt wöchentlich, eine Telekonferenz. Da wird besprochen, was jeder Einzelne mit Erfolg umgesetzt hat. Dann geben wir manchmal einen neuen Impuls für die nächste Woche, worauf zu achten ist. Und dann legt jeder fest, woran er vor allen Dingen in der kommenden Woche arbeiten will. Das sorgt dafür, dass Sie und Ihre Führungskräfte die ganze Zeit im Thema sind und Woche für Woche neue Sachen umsetzen. Das heißt, immer besser und besser werden. Außerdem haben wir jede Menge Werkzeuge, Führungswerkzeuge. Die stülpen wir nicht alle mit einem Mal über, sondern wir schicken Ihren Führungskräften regelmäßige Impulse, oft als Videobotschaft, manchmal auch als Audiodatei. Einmal pro Woche, manchmal auch jede zweite Woche. Und außerdem kriegen Sie Impulse auf eine App, das heißt auf ein kleines Programm, Tagesimpulse, worauf Sie achten können. Und auch da ist die Idee, wenn wir täglich auch nur Kleinigkeiten verändern, macht das über ein Jahr einen riesen Unterschied aus. Also Ihre Führungskräfte werden täglich und wöchentlich mit neuen Impulsen und neuen Werkzeugen versorgt. Ferner bieten wir individuelles Coaching für Ihre Führungskraft. Und zwar für alle Führungskräfte und besonders für Sie. Denn nicht jedes Problem oder jede Herausforderung möchte man ja in der großen Runde in der Telekonferenz besprechen. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen und deswegen führen wir mit jeder einzelnen Führungskraft Coaching-Telefonate und gehen konkret durch, wo es hängt und was Sie besser machen wollen. Ferner gehört zum Durchsetzungsprogramm das Verkaufstraining. In der Regel wird Ihre Verkäufermannschaft auf zwei Gruppen in zwei Tagen aufgeteilt und pro Monat jeweils kriegt jeder einen Tag Training. Im Club der Durchsetzer macht dieses Training der Inhaber selber, aber im Durchsetzungsprogramm findet bei Ihnen vor Ort das Verkäufertraining statt. Beim Verkäufertraining geht es aber nicht primär darum, Wissen zu vermitteln und neue Techniken vorzustellen, sondern es geht darum, den Verkäufern den Kopf zu öffnen für die Möglichkeit, was zu verändern und dadurch auch mehr Erfolg zu haben. Außerdem erklären wir den Verkäufern, warum dieses neue Verhalten funktioniert. Denn Menschen unterstützen ein Umfeld, an dem sie mitgewirkt haben. Wichtig ist, dass die Führungskräfte auch anwesend sind, denn abends moderieren wir eine Vereinbarung. Das heißt, es findet eine Vereinbarung statt zwischen ihren Führungskräften und den Verkäufern und sie legen sich fest, was sie ab morgen anders machen wollen. Und das ist eine Vereinbarung nicht mit uns, sondern in ihrer Firma. Und der eigentliche Trainer ist ihre Führungskraft und die eigentliche Herausforderung ist der nächste Morgen, denn das Möbelhaus ist so wie immer. Es ist die Aufgabe der Führungskraft, zusammen mit den Verkäufern, sich gegenseitig daran zu erinnern, Leute, wir hatten besprochen, wir wollten folgende Sache anders machen. Das sind kleine Schritte, aber die systematisch durchgezogen, bringen Ihnen 10-20% mehr Abschöpfung. Zu jeder Stufe der Treppenstufenmethode gehört natürlich jede Menge Material. Wir haben das meiste, also jede Stufe, auf ein Hörbuch gesprochen. Denn die meisten Möbelverkäufer fahren viel Auto und haben wesentlich weniger Schwierigkeiten damit, Sachen zu hören in ihrer Freizeit, als Sachen zu lesen. Der ganze Prozess ist sehr, sehr knapp in der Verkäuferfibel beschrieben. Die wird bewusst so gemacht, dass sie in eine Jacketttasche passt und dass sie in unter einer halben Stunde zu lesen ist. Außerdem haben wir kleine Erinnerungskarten, denn viele Sachen werden einfach nicht umgesetzt, weil sie vergessen werden. Wir machen Poster mit den Vereinbarungen, die Sie treffen, damit Sie die aushängen können und auch da alle Leute daran erinnert können. Also das ganze Material, was Sie brauchen, um in Ihrem Haus die Treppenstufenmethode umzusetzen und damit die Abschöpfung um 10-20% zu erhöhen, kriegen Sie von uns mitgeliefert als Teil des Programms. Möchten Sie wissen, ob das Durchsetzungsprogramm etwas für Ihr Unternehmen ist? Dann vereinbaren Sie eine unverbindliche und kostenlose Verkaufspotenzialanalyse mit mir. Da stellen wir in 1,5 Stunden fest, wie viel Potenzial Ihr Möbelhaus hat und ob das Durchsetzungsprogramm etwas für Sie ist. Die Potenzialanalyse ist kostenlos und alle Ideen und Strategien, die wir da zusammen entwickeln, können Sie natürlich alleine für sich umsetzen oder uns dazu nehmen. Die Entscheidung liegt völlig bei Ihnen. Aber greifen Sie zum Telefon oder schreiben Sie mir eine E-Mail.